Initiative, nämlich bei einer Ärztin, Frau Dr. Seirich. Wir treffen uns alle 4 Wochen. Wir gehören zu verschiedenen Menschenrechtsorganisationen, entweder zur CSI oder zur HMK oder auch zur IGFM. Also wir alle gehören zu verschiedenen. Manche von uns gehören auch zu mehreren Menschenrechtsorganisationen. Aber im Mittelpunkt unserer Arbeit sind verfolgte, entrechtete und diffamierte Christen in islamischen und kommunistischen Ländern. Ich begrüße vor allem diejenigen, die nicht aus Karlsruhe sind. Ich meine, Karlsruhe ist ja klar, dass ich die herzlich begrüße. Ich begrüße aber vor allem 30 Leute aus Stuttgart. 30 Leute aus Stuttgart. Also ich denke, dass das mal ein Applaus wert ist, dass sie aus Stuttgart gekommen sind. Und ich weiß es auch aus Mannheim und Heidelberg sind auch Leute, die mit Christen, die mit uns jetzt gehen. Worum es geht, das wissen wir alle. Heute Abend geht es bei unseren Unterschriftenaktionen, geht es um Christen in Usbekistan, geht es um Christen, und jetzt hören Sie gut zu, auf den Malediven, es geht um Christen in Pakistan und es geht um die Verschleppung eines Prozesses der Mörder gegen Konvertiten in der Türkei. Das heißt also, es geht um Türkei, Pakistan, Malediven. Und das wird aber noch erklärt im Gottesdienst. Jedenfalls, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie nachher, nach dem Lichterzug, den der Herr Schäfer organisiert hat, wenn Sie nach dem Lichterzug dann wieder hier hinkommen zu unserer ökumenischen Abschlussfeier. Die ökumenische Abschlussfeier, die wird mitgestaltet von der Initiativgruppe Karlsruhe und von Pfarrer Bereuter von einer evangelischen Gemeinde in Karlsruhe und auch von dem stellvertretenden Dekan Bechtold von der katholischen Gemeinde. Manchmal nur
geht dagegen. Kerzen können Sie als Erinnerung mitnehmen oder ausblasen und hier in einen Karton legen. Ja? Sie können es aber auch gerne.